herzlich willkommen zu Der Fall John Yesterday hier auf Pirates Playground. Wir sind angekommen im Hotel. Nach dem letzten Video hatten wir eine schöne Zwischensequenz. Das heißt, wir sind in der Zukunft angekommen. Und ja, wir versuchen jetzt was zu ermitteln. Und zwar im Auftrage von unserem Freund und Chef. Ja, wir schauen uns erstmal hier im Hotel um, denn ich denke, es ist wichtig, denn wir haben auch im letzten Video gesehen, dass wir beobachtet werden. Zumindest wurde per Telefon durchgegeben, dass wir hier oben sind. Ja, dann geht's einfach los. Wir gucken uns mal an, was wir Schönes im Koffer haben. Der Koffer ist voller Klamotten, die deine übervorsichtige Mutter zurechtgelegt hat. Und mit den Büchern, die Henry für deine Nachforschungen geschickt hat. Dann nehmen wir uns doch den Koffer oder den Inhalt. Du bist viel zu neugierig, ob das Zimmer Erinnerungen in dir hervorruft, als dass du auch nur einen Gedanken an den Inhalt des Koffers verschwendest. Na gut. Dann schauen wir uns weiter hier im Hotel um. Auf dem Schreibtisch, da liegt irgendwas. Das sieht aus wie ein Füller und ein Notizblock. Ein Notizbuch und ein Füller. Eine kleine Aufmerksamkeit des Hotels. Du dankst dem Hotel Doré für dieses nette Geschenk. Ja, ist auch immer gut, sich ein paar Notizen zu machen, wenn es dann soweit ist. Oh, was haben wir denn hier? So ein Brieföffner? Ja. Ein Brieföffner. Auch das? Du nimmst den Brieföffner, der so stumpf ist, dass er sich eher zum Briefe aufreißen eignet. Naja gut, ich meine, soll ja auch nicht so scharf sein wie ein Messer oder so. Da geht's zum Balkon, vermute ich mal. Hier sehen wir die Brüstung. Das sieht aus wie ein Bild. Beim Betrachten des Bildes erinnerst du dich an etwas. Ah, haha. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher, Mr. Yesterday. Solange ich nicht die beiden Codewörter höre, bewahre ich es vor allem und jedem, sogar vor Ihnen selbst. Na super. Das Bild öffnet sich wie eine Tür und... Na, was hast du dort versteckt? Du versuchst, das Ding mit Muskelkraft aufzubekommen. Aber wie nicht anders zu erwarten war, geht das nicht. Versuchen wir doch mal mit dem schönen Brieföffner. Die Spitze des Brieföffners passt nicht in das Schloss, so stumpf wie sie ist. Gut, kommen wir erstmal nicht weiter. Ein Doré, der sein wahres Gesicht offenbart hat. Du bringst das Bild wieder in seine ursprüngliche Position. So ist es, wir wollen ja schließlich nicht, dass das auch jemand herausbekommt, wenn wir gleich mal weggehen. Ein Pendelspiel. Wir machen nochmal, klappen nochmal das Interface nach unten, dann haben wir hier viel schöneres, ja, Spielerlebnis. Diese Stille. Du tippst eine der Kugeln an und... Beruhigend. Ja, wir werden das uns ungefähr jetzt 10 Minuten angucken. Nein, war ein Scherz. Wir schauen uns weiter um, das Telefon. Du schaust unter dem Telefon nach einem Hinweis oder irgendetwas Ungewöhnlichem. Nichts. Hallo, mein Sohn. Bist du gut angekommen? Hast du schon gegessen? Wie war der Flug? Erinnerst du dich an etwas? Oh, das war mal jede Menge zu erzählen mit unserer Mutter. Also fangen wir mal an. Ist ja auch heute Muttertag, ne? Dann... Die Reise war etwas unbequem. Mr. White hatte mir die gesamte erste Klasse reserviert. Und zwei Stewardessen damit beauftragt, die ganze Zeit auf mich aufzupassen. Keine Chance, in Ruhe zu lesen. Also die ganze erste Klasse, das ist schon wirklich beeindruckend. Weißt du was? Im Flugzeug haben sie mir als Nachtisch Trauben angeboten. Und? Ich habe sie probiert, Mutter. Sie waren köstlich. Wie eigenartig. Als Kind hast du sie mir immer ins Gesicht gespuckt. Aber es freut mich, dass sie dir nun schmecken, mein Sohn. Du hast immer viel zu wenig Obst gegessen. Es ist seltsam, Mutter. Ich... Du hältst inne. Sie ist deine Mutter. Was bringt es, sie zu beunruhigen? Ich hatte keinerlei Erinnerungsschübe mehr, seit ich Mr. White kennengelernt habe. Bei meinem letzten Aufenthalt habe ich etwas in Verwahrung gegeben und ich weiß das Passwort nicht mehr. Irgendeine Idee? Ich weiß nicht, mein Sohn. Frank!
wegen deines Vaters? Elaine, wegen mir? Suzanne, wegen deiner Freundin von damals? Oder vielleicht etwas im Zusammenhang mit dem Satanismus? Keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso habe ich versucht, mich umzubringen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du dich zu tief hineinziehen lassen oder etwas entdeckt, das dir den Verstand nahm. Dieses Mal bist du vorsichtig, ja? Aber natürlich, Mama. Ja, wir haben hier alles besprochen. Da können wir das Telefonat beenden. Aber wir starten direkt ein neues. Und zwar, wir rufen nochmal Henry White an, unser John, Freund. John, wie geht es dir? Gut, Mr. White. Henry. Für dich einfach Henry. Ja, Henry. Entschuldige. Das Hotel ist totschick, Henry. Danke. Totschick? Du wirst dich nie ändern, John. Genau dasselbe hast du mir schon das letzte Mal gesagt. Oh, gut, dann erkundigen wir uns mal nach Albert. Der Rezeptionist ist ein bisschen seltsam, nicht? Ich erinnere mich nicht an ihn. Ich lasse ihn feuern, okay? Nein, nein, tu das nicht. Ist nicht weiter schlimm. Auch gut. Leben und leben lassen. Ist das nicht ein James-Bond-Film? Leben, sterben und live and let die. Naja, irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich glaube, das hilft uns hier nicht weiter. In New York hast du meinen Vater erwähnt. Kanntest du ihn? Entschuldige, John. Was bringst du mir da, Cooper? Eine bewusstlose 50-Jährige. Besoffen. Unversehrt? Fast. Bring sie in den Generatorraum. Ich will sie wach und nüchtern. Gib mir Bescheid. Entschuldige, John. Wo waren wir? Ach ja, Demenz kann sehr lästig sein. Aber lass uns über was anderes reden, okay? Ich habe aber momentan nichts anderes. Das Hotel ist totsch. Das hatten wir ja schon. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Telefonat und rufen jetzt noch einmal den Rezeptionisten an. Albert oder irgendwie sowas. Moment, wo waren wir hier? Wir überlegen uns, was mit unserem frühen Aufenthalt zu tun haben könnte. Ob es was in der Suite mit den Besuchen oder mit dem Selbstmord. Was weißt du über meinen Selbstmordversuch? Nichts. Nun ja, dass Monsieur White sie fand und in einer Art privatem Krankenwagen ins Krankenhaus brachte. Er sorgte dafür, dass niemand was merkte. Wir haben hier nichts übrig für Skandale. Durchaus verständlich. Habe ich irgendwelche Besucher empfangen? Nicht einen, Monsieur Yesterday. Leider haben sie sich wie ein Langweiler aufgeführt und das, obwohl ich den Preis für meine besten Mädchen um 20% gesenkt habe. Haben sie sich umentschlossen? Nein, danke. 25%! 30! Wer war seit meinem letzten Aufenthalt in diesem Zimmer? Nur Monsieur White, die Putzfrau, Mathieu vom Wartungsdienst und ich selbst. Aber kein einziger Gast. Das ist schon mal gut. Dann haben wir zumindest keine Gäste, die explizit nach irgendetwas gesucht haben. Jemand muss das Zimmer sauber machen, selbst wenn keine Gäste da sind, Monsieur. Apropos, falls Sie an ihr interessiert sind, bleiben Sie morgen einfach im Zimmer, wenn sie zum Putzen kommt. Sie ist neu und hat noch Fantasie. Eine Show mit dem Staubwedel gibt's beim ersten Besuch gratis. Naja, ist es hier ein Sexhotel oder so? Ich war nur drin, um auf der Terrasse ein kleines Willkommensgeschenk zu hinterlassen, Monsieur. Oh, dann gucken wir uns gleich das mal an. Die Putzfrau bemerkte, dass die Lüftung im Badezimmer nicht mehr funktionierte. Also hat sie nach Mathieu geschickt, damit er sie repariert. Monsieur White kam ins Hotel, weil sie ihn angerufen hatten. Er ging hinauf zu ihrem Zimmer, wo er sie dann halbtot vorfand. Vielleicht hat er uns doch... Vielleicht war es kein Selbstmord, er hat uns umgebracht. Gut, Selbstmord, Besuche und Suite haben wir jetzt besucht. Jetzt erkunden wir uns noch nach dem Hotel. Wurde das Hotel nach Gustavo Doré benannt? Dem Künstler? Menon. Er wurde benannt nach, einem anderen Doré, der ebenfalls Künstler ist, auf seine eigene Art. Der Witz dabei ist, dass er ein Ururenkel des ursprünglichen Doré ist. Das ist nicht ein Fisch. Ich weiß, dass du einen Umschlag für mich hast. Aber natürlich, Monsieur Yesterday. Gemäß Ihren Anweisungen müssen Sie mir jedoch erst zwei Wörter nennen. Ach du lieber Gott. Schade. So wird das nichts.
Du sagst dir, dass es ziemlich bescheuert wäre, weiterhin auf gut Glück Passwörter auszuprobieren. Auch wenn du dich selbst nicht allzu gut kennst, setzt du darauf, dass du das Passwort irgendwo in der Suite versteckt hast. So. Tut mir leid, aber dieses Wort ist leider nicht Teil des Passworts. Schade, so wird es nichts. Tja. Nein, das ist keines der beiden Wörter. Sekte? Tut mir leid, aber dieses Wort ist leider nicht Teil des Passworts. Schade, so wird es nichts. Ich sehe schon, sie erinnern sich nicht. So ein Pech. Gut, das bringt tatsächlich wirklich nichts. Und ich denke, wir beenden jetzt das Telefonat und schauen uns mal im Badezimmer um. Wir haben ja festgestellt, dass die Lüftung defekt ist oder defekt war und die repariert werden musste. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Redwood und Avera Handcreme und Rasierwasser? Pflegecreme für die Hände. Können wir die mitnehmen? Wird diese Creme die Narbe auf deiner Hand verschwinden lassen? Nein. Aber was soll's? Ja, aber man braucht ja schon ein bisschen schöne Hände. Seife ohne Zusatzstoffe. Du weißt nicht recht, ob du die Seifenstücke mitnehmen oder dalassen sollst und entscheidest dich für den Mittelweg. Ja, wunderbar. Was haben wir da? Hier Andalou Rosemary Öl. Also ein schönes Rosmarinöl. Aber wahrscheinlich nicht zum Braten. In einem deiner Bücher über Satanismus hieß es, Rosmarin wurde zur Zubereitung diverser Unsterblichkeitstränke verwendet. Aber glaube oder nicht, du nimmst es mit. Ich würde mich, glaube ich, da nicht drauf verlassen. Hier ist die Lüftung. Einer dieser Lüfter, die sich automatisch einschalten, wenn man das Licht anmacht. Laut Albert mussten sie ihn nach deinem letzten Besuch reparieren. Anscheinend hat ihn jemand absichtlich kaputt gemacht. Du versuchst, die Abdeckung abzukriegen, aber sie ist festgeschraubt. Richtig, aber wir haben... Das ist so eine schöne Nagelfeile. Du versuchst, die Abdeckung abzuschrauben, aber der Brieföffner ist zu stumpf für die Kreuzschlitze der Schrauben. Schade. Können wir es mitnehmen? Ein sauberes Handtuch. Du nimmst dir das Handtuch wie ein gemeiner Hoteldieb. Ah, so ist es. So ist es halt. Haben wir noch was? Wasserhahn? In Paris kommt das Wasser eiskalt aus dem Hahn. Okay. Ich kann mir das Handtuch da mal rein. Das machst du lieber nicht nass. Na gut. Das können wir nicht. Du riechst dieses Parfum nicht zum ersten Mal. Es riecht nach Henry. Du weißt nicht wieso, aber du magst es nicht. Henrys Parfum. Redwood. So. Was könnten wir denn nass machen? Also... Ein Notizbuch. Das machst du lieber nicht. Nass. Gut. Dann gehen wir nochmal raus. Ich denke, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir diese Lüftung öffnen können. Aber die schönen Bilder schauen wir uns noch an. Klang eben, als wäre jemand im Hotelzimmer. Die Hand von Jean Rogue. Jean Rogue. Du hebst das Bild an, um zu sehen, ob sich dahinter etwas befindet. Und tatsächlich, da ist eine Wand. Ja, das soll es auch so sein. Oh, schick. Eine Originalskizze von Albin Grau für den Film Nosferatu, der Vampir, aus dem Jahre 1922. Du hebst das Bild an. Und es ist eine Wand dahinter, genau, das hatten wir schon. Und als nächstes kommt der Werwolf. Ein Werwolf, der den Mond anheult. Du hebst... Und da ist eine Wand dahinter. Das Klackern raubt dir den letzten Nerv. Ja, dann schalten wir es aus und gucken nochmal, ob wir irgendwas noch vergessen haben. Nö, sieht erstmal soweit aus, gut aus. Also, ach, die schönen Bilder hier.
Dreierbilder. Als du die Bilder aus der Nähe betrachtest, meinst du den Geruch von Quecksilber wahrzunehmen. Und erinnerst dich, das war kein Selbstmordversuch. Wisst du, haben wir doch gesagt, dass es kann. Du schaust hinter allen drei Bildern nach, findest aber nichts. Ich hab's doch gesagt, dass das kein Selbstmord war. Haben wir eigentlich eine Waffe oder sowas mit? Nee, ne? Nee. Wow. Also, liebe Freunde, ich glaube, da müssen wir doch mal ganz kurz innehalten. Das ist doch eine wunderschöne Skyline von Paris. Und damit machen wir einen kleinen Schnitt hier bei Pirates Playground im Let's Play Der Fall John Yesterday. Hoffentlich seid ihr bald wieder dabei, wenn es heißt, wir rätseln weiter um den mysteriösen Selbstmord.